nicht jetzt. Ich muss arbeiten. Das Lied. Es ist von mir. Aus alten Tagen. Du berührst ein Objekt und wirst Zeuge seiner Vergangenheit. Du fühlst seine Geschichte. Ein Objekt, das ein Echo der Macht abstrahlt. Naja, das können nicht viele Jedi. Woher wissen Sie das? Ich war mal ein Jedi. Aber das ist vorbei. Kenne ich euch? Nein. Ich kannte deinen Meister, Jarrod T'Pol. Er war ein wahrer Hüter der Republik. Er war ein Held. Wisst ihr, während der Auslöschung ist mir was passiert. Ich habe überlebt, aber meine Verbindung zur Macht ist beschädigt. Wenn ich meditiere, mich einfach fallen lasse, ist die Kontrolle weg. Als wäre ich wieder in dem Moment, als... Du hast überlebt, Kerl. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Ein Jedi, den ich kannte, entdeckte ihn vor der Auslöschung. Er ist auf keiner Karte verzeichnet. Das Imperium weiß nicht, dass dieser Ort existiert? Nein. Und? Wie ist der Plan? Wir verstecken uns hier? Wir brauchen uns nicht zu verstecken, Cal. Sieh dir das da drüben an. Ich glaube, in dem Gewölbe ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Jedi-Ordens. Aber nur, wenn die Macht in dir stark genug ist, kannst du bestehen. Und weil ihr kein Jedi mehr seid, braucht ihr mich. Ich weiß, du traust mir nicht. Und ich bin nicht sicher, ob ich dir trauen kann. Aber wir haben denselben Feind und dasselbe Ziel. Ich erkläre dir meinen Plan, wenn du am Gewölbe bist. Aber bis dahin ist hier jemand, der dich treffen möchte. Möge die Macht mit dir sein. Jedi. Aber wenn schon einer hier ist, wozu braucht's hier dann mich? Ah, hallo, Kleiner.
Ein sicherer Ort zu meditieren. Ich muss mich nur konzentrieren. BD1. Ich bin Cal. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur... Ich suche jemanden. Nein, nicht dich. Ich suche einen Jedi, glaube ich. Warte, du kennst den Jedi? Was weißt du? Warte, warte doch. Hast du das gehackt? Danke. Dieses Gewölbe meint es hier. Dort ist der, den ich finden soll. Ich spüre was hier drüben. Das ist ein großer Käfer. Ich wollte Boggling-Eier und sie haben gekämpft. Hier geht's nicht weiter. Darum hat BD1 mich gewarnt. Okay, nächstes Mal höre ich auf dich. Irgendeine Idee? Ich muss irgendwie über den Spalt kommen. Eine Seilrutsche? Oh,
Wie hast du das gewusst? Halt, hast du nicht? Sie geht einfach nicht auf. Vorsicht da drüben! Sieht nicht sicher aus. Genau wie auf dem Schrottplatz. Durchhalten, PD1, ich komme! Wer hier gelebt hat, hatte hier sein Lager, Lebensmittel und Vorräte. Das war ziemlich mutig. Alles okay? Warte, ich helfe dir dabei. Darf ich mal? Oh, schon gut. Schön. Der Scomp-Anschluss ist kaputt, aber das sollte uns für den Moment reichen. Okay, versuch's. Das Gewölbe? Ja, da wollte ich auch hin. Okay, also, erstmal müssen wir irgendwie von hier wegkommen. BD, das ist viel zu klein für mich. Keine Sorge, ich find schon selber raus. Sehr eng, es wird schon gehen. Diese Ranken führen doch irgendwo hin. Hoffentlich stabil.
Mir geht's gut. Au! Ein Heilungsstim. Du bist voller Überraschungen. Das ist besser. Danke, Kleiner. Na schön, und auf ein neues. Oh. Okay. Hier, komm an Bord. Tja, wie kommst du hierher? Das weißt du nicht? Vergessliche Droiden gibt's also auch. Was soll ich da sagen? Eine Truhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Wo willst du hin? Oh, es war also was drin. Was? Gute Arbeit. Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Du hast alles kartografiert. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben.
Was hast du? Danke, BD1. Jemand hat hier gelagert. Sie hatten ganz in der Nähe eine riesige Kreatur entdeckt. Sie nannten sie Beinog. Ein armer Scomp-Anschluss. Aber du gegen die Bockratte? Mutig. Oh, okay. Irgendwas Brauchbares? Komm wieder her! Hast du was gefunden, BD1? Damit wollte jemand unbedingt zum Gewölbe. Thank you.
power of the dark side.